Ich bin gefragt worden, Zampe, wie sieht deine Traumelf aus? Die alle Jungs, die haben alle schlaflose Träume von mir immer noch, weil ich, ja, mit den meisten von denen habe ich Spaß gehabt und natürlich auch Erfolg. Komme ich zu Moppes Pets, auch genannt, also Manfred Pets, genannt Moppes Pets, jetzt zurzeit Torwarttrainer bei Eintracht Frankfurt. Ja, der Moppes hat mir das Profileben beigebracht bei Mainz 05. Kommen wir auf die rechte Seite. Ja, Jürgen Klopp, wer kennt ihn nicht? Ja, wir hatten ja auch 5 Jahre lang eine Fahrgemeinschaft und haben ja auch die rechte Seite gebildet bei Mainz 05. 5 Jahre lang gegen den Abstieg gekämpft, den Abstieg jedes Mal verhindert. Kommen wir zu Roland Rang. Er hat mir eigentlich das Leben in den Seniorenbereich gezeigt beim FV Bad Vilbel, wo ich aus der Jugend vom Prinzip rauskam. Bin ich ja zum FV Bad Vilbel damals gewechselt und ja, mit dem Roland war ich auch das eine oder andere Mal im Urlaub unterwegs. Er hat mir gezeigt, die gewisse Coolness, die man braucht auf dem Platz. Er hat unseren Laden da hinten dicht gehalten. Daneben Schorsch Müller, ja, eine super Typ, was bei Mainz 05 und auch in Wien-Wiesbaden habe ich mit ihm zusammengearbeitet. Ja, mit dem Schorsch habe ich auch 5-mal den Abstieg verhindert und dazu den Aufstieg mit damals Wien Taunusstein aus der Oberliga sind wir aufgestiegen in die Regionalliga. Kommen wir zu Michael Sauer. Mit ihm habe ich in Wien-Wiesbaden oder jetzigen Wien-Wiesbaden zusammengearbeitet. Wir sind zusammen aufgestiegen, wie gesagt, auch mit Schorsch Müller zusammen in die Regionalliga. Ja, kommen wir zu Alexander Schur. Wer kennt nicht das Kampfschwein von Eintracht Frankfurt? Mit ihm habe ich den Aufstieg zu verbinden mit der Eintracht und den zweimaligen Klassenerhalt gegen Kaiserslautern und SSV Ulm bis zum letzten Spieltag. Ja, wir mussten uns mit Felix Magath durchquälen. Ja, dann komme ich zu meinem Capitano Ralf Weber. Mit dasselbe wie mit dem Schui, die ganzen Erfolge zu verknüpfen. Webi war so, ja, der Spieler auch, der mir mitgegeben hat, die gewisse Lockerheit auf dem Platz, außerhalb vom Platz, aber diese Ernsthaftigkeit auf dem Platz. Und es war für mich als Kapitän ein Vorbild. Fabrizio Heyer, ja, der Linksfuß, der Techniker aus Mainz 05. Mit ihm habe ich auch einen riesen Spaß gehabt. Wir haben auch mal einen Abend im Trainingslager zusammen verbracht, der ja für mich auch unvergessen ist. Ja, Tommy Reichenberger hatte ich 2-mal das Vergnügen gehabt. Einmal in Wien-Wiesbaden sind wir aufgestiegen. Tommy damals Torschützenkönig geworden in der Oberliga. Musste lügen, 32 Treffer, glaube ich, oder 34. Glaubt davon habe ich ihn ungefähr die Hälfte aufgelegt. Wir waren ein perfektes Paar, muss ich sagen, auf dem Spielfeld. Ja, Urs Güntensperger, damals mein Zimmerkollege gewesen und auch bei der Eintracht im Sturm war das für mich ein super Typ, ein sehr gerne für mich Anspielpartner, den ich immer anspielen konnte in Fuß oder er auch wusste, wenn er in den Raum reingestartet ist, ich den Ball im richtigen Augenblick reinspielen konnte. Und als Coach, ja, muss ich sagen, Horst Ermantraut, mit ihm habe ich den größten Erfolg, den Aufstieg in die Bundesliga zu verdanken. Das war meine Traumelf für MeinKick TV.